Hallo, da bin ich wieder. Habt ihr Lust auf Suppe? Ja? Die Ofensuppe hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Die mochten ja einige sehr gerne. Und heute geht es weiter mit der Pizzasuppe. Habt ihr Lust? Seid ihr neugierig? Dann schaut doch einfach weiter und kocht sie nach. Und das sind alle Zutaten, die ich für die Pizzasuppe brauche. Ich habe Brühe, Tomatenmark, italienische Kräuter, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, geschälte Tomaten. Dann habe ich eine Paprika, ein bisschen Mais, dann brauche ich noch ein bisschen Wasser. Hackfleisch, dann habe ich Schmelzkäse, seinigen, man kann natürlich auch anderen nehmen, dann noch ein bisschen Sahne und noch Pilze. Ihr könnt auch eine Dose Pilze nehmen, wenn ihr keine frischen habt. Und jetzt geht's los. Als erstes einmal die Zwiebeln in Würfel schneiden. Dann habe ich jetzt einen großen Topf, da gebe ich jetzt ein bisschen Öl rein und dann können die Zwiebeln schon mal ein bisschen anbraten. Jetzt die Paprika einmal putzen und auch in Würfel schneiden. Und die gebe ich jetzt erstmal auf einen Teller, weil die brauche ich jetzt noch nicht. Jetzt die Pilze putzen. Die könnt ihr entweder in Scheiben oder auch in Würfel schneiden. Das liegt auch bei euch. Oder wie gesagt, auch eine ganz normal eine Pilzdose in Scheiben, wenn ihr keine frischen Pilze habt. Die Zwiebeln sind angebraten, jetzt gebe ich das Hackfleisch dazu. Und das auch anbraten. Während das Hackfleisch vor sich hin brät, habe ich die Knoblauchzehe schon mal gepellt und die drücke ich gleich damit rein. Jetzt gebe ich noch mache ich noch die Tomatendose auf und schneide die Tomaten ein bisschen klein. Ist ein bisschen Sauerei, aber das ist die Grundlage der Suppe. So. Einfach auf den Teller. So, das ist auch fertig. Jetzt noch gerade die Maisdose aufmachen. Das Wasser einmal abgießen. So, und hier gebe ich jetzt das Tomatenmark rein. Mit 2 Esslöffel. Auch noch mal kurz mit anbraten. Jetzt gebe ich auch die Pilze dazu. Und die Paprika. Jetzt die Knoblauchzehe. Wenn ihr keinen Knoblauch mögt, lasst sie wieder weg. Und jetzt kommen die Tomaten dazu. Einmal die Flüssigkeit und einmal die Brühe oder das Wasser. Die stückigen Tomaten, die ich ja gerade geschnitten habe. Und jetzt kommt auch schon das italienische Gewürz rein. Jetzt nehme ich noch einen Löffel Brühe da rein. Und jetzt rühre ich das. Das ganze Rezept findet ihr wieder unten in der Infobox, wenn ihr auf mehr klickt. Und jetzt gebe ich auch schon die halbe, also ich brauche nur eine halbe Dose Mais da rein. So. So, auf mittlerer Stufe lasse ich jetzt die Suppe ja, ungefähr 10 Minuten kochen, zwischendurch einmal umrühren immer, damit es nicht anbrennt. So, und kurz vor Ende gebe ich jetzt die Sahne mit rein. Und den Schmelzkäse. Die Suppe ist fertig, wenn eure Paprikastreifen weich geworden sind. Wenn ihr sie ein bisschen bissfest haben möchtet, dann ist die Kochzeit halt kürzer. Und dann geht es jetzt ans Abschmecken. Zum Abrunden kommt noch ein
bisschen Zucker rein. Und wer es ein bisschen schärfer mag, das Ganze, kann Eiwa nehmen. Gibt es scharfen oder milden. Ich habe jetzt scharfen dabei. Oder ihr nehmt ein bisschen Chili. Oder wenn ihr es gar nicht scharf mögt, nehmt ihr noch ein bisschen Paprika. So, die Suppe ist fertig. Das ist das Rezept für die Pizzasuppe, wie ich sie mache. So. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder rein. Probiert sie aus. Ich finde sie lecker. Bis bald, eure Claudia.